Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele den Maler. Ja, und ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ich habe für den Maler jetzt einen Perk-Bild mitgenommen, und zwar einen Retter-Perk-Bild mit Tide-Turner. Hier in der Nähe muss direkt jemand sein. Was haben wir? Einen... Wie heißt der? Einen Leo auf jeden Fall. Ein... Gamekeeper, sondern einen... Okay, perfekt. Wir haben ihn, wir merken uns seinen Antlitz. Zack, daneben. Oh, drüber! Oh nein! Schaffen wir das? Ja, perfekt. Ich fange schon mal an zu... Das war ein Fehler, ne? Ach, Mann. Ich wollte malen. Ich wollte doch nur malen. Aber dann kommen die Hunter. War ein bisschen dumm von mir, direkt da rein zu rennen. Aber ich dachte mir, Mensch, hey, einfach mal ein Bild malen. Kann ja keinem schaden. Hier ja den gestunt. Ich mal einfach weiter. So, zack, zack, zack. Fertig gemalt. Und der Seher hat mich sogar noch mit seiner Eule geschützt. Was für ein Guter. Okay, wir gehen jetzt hier direkt mal an den Seifer, versuchen dort weiter zu dekodieren. Blöd natürlich, dass wir jetzt verletzt sind. Aber naja, das war halt jetzt unserer... Ja, wenigstens haben wir ihn jetzt schon mal gemalt, ne? Also wir können jetzt wenigstens ihn dreimal halt wieder malen. Haben uns einmal sein Antlitz im Gedächtnis abgespeichert. Wissen, wie er aussieht. Und jetzt jagt er dort hinten den Kollegen. Das ist nicht so gut. So, zack, ich stelle einfach mal das Gemälde auf. Da kann er zwar... Da kann jetzt der nette Gefangene einfach weiterlaufen. Und der muss halt zum Gemälde hingehen. Das ist so böse. Dann kann man halt schön die Jagd unterbrechen. Und der Gefangene kann einfach weitermachen. Weiter dekodieren. So. Er folgt mir immer noch. Jagt er mich noch? Wie hat er mich da nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Seine Figur, die er erschaffen hat, ist da noch mehr hinterher als er selbst, ne? Okay, nee, ich höre auf zu malen. Die Figur klebt mir so nah am Hintern. Wenn ich da irgendwie stehen bleibe, dann erwischt sie mich. Kann die nicht mit... Jetzt ist sie endlich weg. Ich wollte gerade sagen, kann die Figur nicht endlich mal verschwinden? Zack. Ich mal wieder. Zit, 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 zit. Na komm, mal, mal, mal. Okay, ich muss aufhören. Durchs Fenster. Und ich mal weiter. So, und er hat schon wieder dorthin so einen Doppelgänger erschaffen. Schluss damit. Schluss mit diesen Doppelgängern. Kürzt er ab. Ich stelle hier einfach ein Gemälde auf. Da bin ich in der Nähe. Das ist jetzt blöd. Das ist blöd. Kann man irgendwie die Gemälde wieder mitnehmen? Nee, ich glaube, das wäre auch zu stark, weil jetzt habe ich das Gemälde schön verschwendet. Ich dachte, er täuscht hier hinter diesem Container irgendwie an, kommt dann von der anderen Seite oder sowas, ne? Nee, nee, nee. So, ich male mal schnell weiter. Dann male ich mein letztes Gemälde. Dann kann ich das im Zweifel auch noch einsetzen, ohne dann irgendwie in der Jagd zu gucken zu müssen, wie ich es gemalt bekomme. So, ich nehme mal den dort hinten auch noch mit. Wobei, dort arbeitet auch, denke ich, jemand dran, oder? Ich weiß es nicht. Aber dann gehen wenigstens beide an. So, die Doktorin ist da. Hallo, magst du mich heilen? Danke. Okay. Nur noch ein Seifer muss gemacht werden. Runde sieht echt gut aus, ne? Ist natürlich blöd, dort ganz hinten am Ende der Map steht irgendwo ein einsames Gemälde. Keine Augen für meine Kunst, ne? Wäre eigentlich lustig, wenn es da irgendwie einen Debuff gäbe, ne? Wenn man irgendwie sein Gemälde verplempert, ist zwar schon traurig genug, aber ich meine... Ne, hier gibt es ja für viele Sachen irgendwelche Debuffs. Dass man dann so ein bisschen am Hintern ist, wenn man seine Kraft verschwendet. Er setzt dort hinten eine Puppe hin. Ich werde jetzt versuchen, was ganz Cooles zu machen. Mich nämlich einfach von ihm killen zu lassen. Sehr gut. Hier stelle ich jetzt ein Gemälde hin. So, zack. Geh bitte zum Gemälde. Guck dir das Gemälde an. Ja, das ist ein schönes Gemälde. Ja, ja, ja. Und ich gehe jetzt einfach retten. Es ist so gemein. Weil was kann der denn da machen? So, jetzt jagt mich wieder seine Puppe. Das Gute ist, die Puppe blockiert, glaube ich, ihn auch so ein bisschen. Dass er jetzt nicht so gut an der Puppe vorbeilaufen kann. Und die Puppe schlägt halt
nicht sofort. Jetzt schlägt die Puppe mal. Oh, da kommt... Na, wieso? Ich habe doch Leertaste gedrückt. Jetzt, was? Ach komm schon, Spiel. Oh no, die Puppe hat mich geschlagen und nicht er. Was passiert hier? Das einzig Blöde ist, dass ich nicht mehr malen kann und nichts mehr zu malen habe. Okay, ich glaube, er lässt mich in Ruhe und geht nach dort oben. Okay, dann werde ich jetzt einfach zu dem Tor gehen. Nee, er hat sich wieder zurück teleportiert. Zack, hier drüber. Hier drüber. Und ich gehe zu dem Tor. Ja, so ein guter, wie heißt der, Hellamber, ne? Mit seinem ständigen Teleportieren muss man schon aufpassen. Aber wieso habe ich einen Schneeball geworfen und die Palette da umgeworfen? Das war auf jeden Fall sehr komisch. Aber gut. So, okay, die Puppe dort wird schon, ja, zerstört, wunderbar. Während die zerstört wird, gehe ich schon mal zum Tor und mache das auf. Ich kann nicht Fortschritt übermitteln, der hat wahrscheinlich das kaputt gemacht. Oder das kann nur der Gefangene. Sonst hätte ich gerne passiv das andere Tor mit geöffnet. Hier, Gefangener, geh du mal. Geh du und mach das andere Tor auch mit auf, falls dort jemand ist. Da wird dem nämlich da auch geholfen. Ich sag meinem Team noch schnell, The Hunter has Detention. Ach du Hölle, was geht denn da ab? Okay. Irgendwie ist mit den Hunden, ne? Das überrascht mich immer wieder, aber mittlerweile müsste ich es doch eigentlich wissen. So, okay, perfekt. Wir sind geheilt. 3 Leute kommen raus. Gute Runde, ne? So, da hinten kommt der Hunter an, ne? So, schauen wir nochmal zu. Die stehen dort. Sicher auf der Seite und sie kommt zu dem Tor. Oh, ist das so sicher mit der Puppe dort? Die werfen sich einander Schneebälle zu. Ne, Puppen. Er wirft eine Puppe zu ihr. Und währenddessen hat er schön den Hunter dort abgelenkt. Währenddessen konnte sie da schön rausrennen, ne? Na gut, hieran kommt jetzt noch eine zweite Runde. Also, bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon in der zweiten Runde. Diesmal mit der guten Mechanikerin. Und ja, mal schauen, wie wir uns schlagen werden, ne? Mechanikerin, da habe ich so ein Bild mit, dass ich da auf Retten ausgelegt bin, ne? Dass ich da auch den Tide-Turner mit dabei habe. Denn die Mechanikerin, die dekodiert super langsam, sobald die ersten Leute verletzt sind. Also beziehungsweise sobald schon eine Person verletzt ist, macht es da weniger Sinn, mit der Mechanikerin zu dekodieren. Darum dekodiere ich jetzt erstmal am Anfang ganz alleine. Und sobald die ersten Leute verletzt sind, plaut sich meine Puppe raus und die dekodiert dann für mich. Während ich dann selber retten gehen kann. So, okay, wen haben wir in der Runde? Wir haben noch einen Seher, einen Maler und eine Doktorin. Also keinen wirklichen Charakter, der darauf ausgelegt ist zu retten, ne? Aber mal schauen. So, jetzt wurde zum Beispiel direkt hier Dekodiermalus, ne? Jetzt lohnt es sich eigentlich schon kaum mehr, da das weiterzumachen. So, deshalb nehme ich jetzt die Puppe. 1, 2, 3 und weg und ran. 1, 2, 3, 4 und weg und ran. Warum mache ich das? Damit, weil die Puppe bekommt Skillchecks und die kann ich ja nicht treffen. Allerdings in den ersten paar Sekunden bekommt die Puppe keine Skillchecks, weshalb ich da schön mit der Puppe dekodieren kann. Währenddessen ich hier passiv parallel noch so ein bisschen rumlaufen kann, ne? So, ich würde gerne mit der Puppe zum nächsten Cypher gehen. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt die Puppe ausgepackt haben, aber wie gesagt, es hätte jetzt zu lange gedauert, alleine zu dekodieren. Verdammte Axt. Wo ist der nächste Cypher? Da drin, okay. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man so viel mit der Puppe rumlaufen muss. Die ist eigentlich wirklich fürs Dekodieren da und weniger fürs Rumlaufen. Kann man schon, Puppe, zieh. Zieh, Puppe, zieh. So, und wieder an den Cypher. Okay, und ich kann nochmal rumlaufen. Ich könnte passiv mit der Puppe so ein bisschen mit dekodieren. Aber das wird dann vielleicht ein bisschen zu durcheinander, wenn ich auch noch dekodiere. Dort hinten. Okay, und die Doktorin heilt sich. Hallo, Doktorin. Dort hinten wird irgendwo gejagt. Der Seher wird verfolgt. Ich habe schon Raben, weil ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr dekodiere, ne? Ja, das meine ich. Puppe bekommt einen Skillcheck. Verkackt den natürlich. Und repariert dann nicht weiter, darum immer mal alle paar Sekunden rüberschauen, weggehen und wieder anfassen. Sind anscheinend in meiner Nähe. Ich muss mich verstecken am besten. Okay, ich gehe hier weg. Ich will der... Ah, schon wieder. Da kam schon wieder ein Skillcheck. Ich will der, wie heißt sie, der Bloody Queen da nicht reinlaufen.
verfolgt. Wäre cool, wenn man aus einem Schrank dekodieren könnte. Jetzt könnte ich hier parallel auch mitarbeiten, aber ihr seht, der Balken füllt sich kaum. Das ist deutlich besser, wenn ich mit meiner Puppe da weitermache. So, die Puppe hat den Seifer dort hinten auch schon so gut wie durch, ne? Na los, Puppe. Das ist jetzt ärgerlich, es passiert bei mir so viel, dass ich es halt nicht so schaffe, dann halt immer wegzugehen mit der Puppe, ne? Jetzt sollte ich bei der Puppe bleiben und aufpassen. So, jetzt kann ich meinem Team sagen... Oh nee, Mist. Ich wollte gerade sagen, ich kann meinem Team jetzt sagen, dass der Seifer geprimed ist. Allerdings wurde da schon dann direkt die Doktorin niedergemacht. So, okay. Da wird der Seher verletzt. Ich bleib mal hier. Klar könnte ich jetzt weitergehen zum Tor und das meine Puppe machen lassen, aber... Sind wir ehrlich, ich gehe lieber auf Nummer sicher. So, da wurden die Doktoren verletzt. Zack, ich mache den Seifer an. Denn so ist sie noch dort unten in ihrer Abkühlanimation und alle anderen bekommen den Sprintboost. Und für die Doktorin ändert sich ja eigentlich nichts in dem Sinne. So, das Tor mache ich auf. Boah, eigentlich auch schon wieder eine gute Runde, ne? So, nur habe ich jetzt halt viel mehr dekodiert. Allerdings, das finde ich halt das Interessante halt bei der Mechanikerin, ne? Dass man halt nicht konstant dekodiert, sondern halt mit der Puppe dann viel macht und dann selber noch was rumlaufen kann. Ist eigentlich ein ganz cooler Charakter, ne? So, wir haben das Tor auf. Geöffnet. Ich könnte mit meiner Puppe jetzt versuchen, sie abzulenken. Weiß ich nicht, bekommt sie das mit, wenn ich hier so dreimal rüberhüpfe? Im Tor sind jetzt die anderen beiden, okay. Das heißt, oh, dort hinten wurde die Doktorin geschnappt. Ich könnte versuchen, mich in Position zu begeben. Was würde ich das machen? Das Ding ist, wir sind jetzt hier alle eigentlich safe, ne? Ich könnte höchstens dann mit der Puppe... Nee, da komme ich nicht mehr ran. Die Puppe ist so gut wie aufgebraucht. Ja, das wird nichts, denke ich. Ja, die Puppe ist weg. Ich gehe raus. So. Der Maler setzt überall Gemälde hin. So schön. So, und wir schauen mal zu. Sie sitzt natürlich hier auf dem Stuhl. Okay. Ach, man kann da auch Graffitis draufsetzen? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Das wusste ich selber noch nicht, dass man Graffitis im Grunde auf diese Kunstwerke setzen kann. So, er will sich jetzt noch rausjagen lassen. Nee, er wartet, bis sie stirbt, aber okay. So, wir sind wenigstens wieder entkommen, ne? Gute Runde. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in die Kommentare. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!